ich einen Comic zeichne, dann biete ich den Lesern nicht meine Persönlichkeit an, sondern meine Zeichnungen. Am 29. Juni 2018 wurde Steve Ditko tot in seinem Apartment aufgefunden. Das genaue Todesdatum steht nicht fest. Ditko erreichte ein stolzes Alter von 90 Jahren. Und viel über sein Leben möchte ich gar nicht erzählen, da ich auch weiß, dass er es selber nicht gerne mag. Im Gegensatz zu Stan Lee hat sich Ditko relativ früh aus der Comic-Szene zurückgezogen. In den letzten Jahren erschienen noch ein, zwei Titel von ihm, aber ansonsten hat man nichts von ihm gehört. Er wollte nichts über sein Leben erzählen, er wollte auch keine Interviews geben, geschweige denn irgendwelche Autogramme. Es herrschen Gerüchte, dass er die Spider-Man-Filme verachtet, geschweige denn, dass er sie überhaupt gesehen hat. Genauso wie mit dem Doctor Strange-Film. Was ich ziemlich schade finde, denn ich glaube, wenn ich einen Held erschaffe, dann wäre es das absolute Highlight, ihn eines Tages groß auf einer Leinwand sehen zu können. Besonders, wenn ihn so viele Menschen feiern. Was mich zu dem Grund bringt, warum ich dieses Video mache. Ich möchte Ditko meinen vollen Respekt aussprechen und mich bei ihm bedanken. Er hat mich all die Jahre beeinflusst, sei es, dass ich ein großartiger Spider-Man-Fan bin oder Doctor Stranges Originalzeichenstil absolut feiere. Und ich kann euch sagen, ihr findet da draußen kein einziges Kunstreferat von mir, wo nicht mindestens einmal eine Zeichnung von Steve Ditko aufgetaucht ist. Selbst in meiner Abschlussprüfung war Steve Ditko ein großer Teil meiner Abschlusspräsentation. Und dafür, Ditko, vielen, vielen Dank. Es war vielleicht Stan Lee, der sich die Figur Spider-Man ausdachte, doch es war Ditko, der ihm dieses kunterbunte Kostüm zeichnete. Genauso wie der Doctor Strange surreale Zeichenstil, der sich selbst im Realfilm widerspiegelt. Eines meiner Lieblingsreferate ging tatsächlich nur um Steve Ditko. Dort habe ich den gesamten englischen Wikipedia-Eintrag wiedergegeben und zusammengefasst, der im deutschsprachigen Raum so gut wie gar nicht vorhanden ist. Ich werde dieses Referat aber jetzt hier nicht präsentieren, denn ich denke, wenn Ditko irgendwas über sich erzählen hätte wollen, dann hätte er dies auch getan. Also, wo auch immer du bist, ich hoffe, du hast deinen Spaß, ich hoffe, du hast deinen Frieden gefunden und ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön.